Jo Leute, was geht ab? Joker Tululu, aka The Fresh Prince of YouTube. Heute mit einem Best-of-Beziehungstest. Ihr habt das Format so gepusht, ne? Vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Likes, für das Teilen, alles drum und dran. Ich dachte mir, ich zeige euch heute die 10 lustigsten Momente, also von 10, ne, bis 1. Ganz wichtig, hört ihr zu? Ganz wichtig. Wenn ihr noch nicht abonniert haben solltet, gönnt auch einem Bruder. Gönnt einem Bruder, abonniert, aktiviert die Glocke, gönnt doch, Bruder, gönnt. Wann seid ihr zusammengekommen? Wann seid ihr zusammengekommen? Oh Gott. Du weißt es selbst nicht? 14. August. 14. August? Ja, das ist okay. Noch nicht so lange her. Okay. Das genaue Datum. Das genaue Datum werde ich nicht. Ich glaube, ich habe es sogar falsch gesagt. Ach so, ja, okay, dann deiner, Das hört sich gut an. Ich hab's falsch gesagt. Du hast es falsch gesagt? Du hast es falsch gesagt, okay. Okay, dann sag, was du möchtest. Dann sage ich... 6. Juli. Fast? Ja, eigentlich wäre es 15. Juli gewesen. Ja, das sind nur. Ja, das Tage. Ist so mäßig. Das ist quasi dasselbe. Genau, ja, genau. Wow, sein Lieblingsverein. Sein Lieblingsverein. Dein Ernst, Mohammed? Real Madrid. Real Madrid? Ja. Okay, weiß sie das? Nein. Sie weiß das nicht? Okay. Oh, nee, keine Ahnung. Barcelona? Barcelona? Ja. Ja? Falsch. Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 ist gar nicht und 10 ist übertrieben, wie eifersüchtig ist sie? Wie eifersüchtig bist du? 7. Nein, 7 ist zu viel. Ich bin gar nicht nur so eifersüchtig. Kennst du so? Ich bin gar nicht so eifersüchtig, nein, aber 7. Nein, ich würde sagen 5 und er sagt vielleicht 6. Okay. 5. 5? Ja. Und sie freut sich. Wir haben wenigstens zwei richtig. Die nächste Frage ist brutal, okay? Mach kein Auge. Die ist brutal. Wann beginnt Fremdgehen? Wann beginnt Fremdgehen? Sie hat sich gerade bildlich vorgestellt. Küssen, schreiben. Wenn er mit jemandem schreibt und du weißt nichts von der Person, dann ist das schon Fremdgehen. Kommt drauf an, wie er schreibt, ne? Wenn er so schreiben würde, so, du bist voll hübsch und so. Ciao. Bruder, pass auf. Guck mal, ich bin überleg, ne? Warte, guck mal, ich bin ehrlich. Okay. Sie hat bestimmt nicht das gesagt, was ich denke, aber ich weiß, wie sie ist. Deswegen sage ich, für sie ist Fremdgehen schon angucken. Angucken? Angucken. Aber meinst sie du? Hat bestimmt gesagt. Oha. Warte, aber sie hat bestimmt gesagt, flirten. Definiere flirten. Flirten kann vieles sein, Bruder. Ja, mit einem weiblichen Geschöpf. Aha. Ja, ins Gespräch kommen und privat werden. Was würdest du als privat definieren? Küssen. Küssen? Erst beim Küssen? Nein. Erst beim Küssen. Also, wenn du geküsst hast, überhaupt in dieses Gespräch reinzukommen, bis man sich küsst. Da auch schon. Okay. Können wir das akzeptieren, oder? Ja, ist okay. Ja, okay. Wie lang dürftest du maximal an sein Handy? Wie lang dürfte sie an dein Handy ran? Solange sie möchte, ich habe keine Geheimnisse und das weiß sie auch. Solange sie möchte? Ja. Wenn sie genau jetzt sagt, so, ja, gib mir dein Handy, sie kriegt sofort. Ja, natürlich. Verdammt, ich habe was anderes gehofft. Scheiße. Oh mein Gott. Was weiß ich? Ich glaube, so vielleicht maximal so 20 Minuten. 20 Minuten? Warum? Hat er was zu verstecken oder so? Zu verbergen? Nein, Mann, aber er zockt gerne. Also meinst du, 20 Minuten dürftest du danach so... Nicht mal. Nicht mal 20 Minuten? Okay. Nein. Er meinte, so lange wie du willst. Was für eine Lüge. Mein Gott, das ist so eine harte Lüge, ne? Oh mein Gott. Willst du mir sagen, dein Freund lügt? Ja, aber richtig. Okay. Jedes Mal, wenn ich an sein Handy will, ne? Er sagt so, nein. Spiel. Du sagst immer nein. Nein, das stimmt gar nicht. Oh. Ey, das musst du mich hier so schlecht dastehen lassen, ne? Ja. Genau, Beziehung vorbei. Ich hab's geschafft. Die Beziehung ist vorbei. Landet gleich ins Wasser. Wann war er zuletzt sauer auf dich? Poor. Wann warst du zuletzt sauer auf ihn? Nie, Digga. Noch nie? Ehrlich, nein. Noch nie? Nein. Also Datum jetzt, oder was? Datum werde ich schlecht so. Haben wir uns schon mal gestritten? Ja, schon. Schon, ne? Normal. Wann war es das mal so? Bruder, ist ein halbes Jahr her. Halbes ein Jahr. Ein Jahr her oder so. Halbes Jahr oder ein Jahr. Vielleicht gestritten. Wir hatten
nicht gestritten, Digga, kurz so verschiedene Meinungen. Ah, okay. You know what I mean? Ja, ich glaube schon. Ich sag, ja, so zwei Jahre, eineinhalb Jahre. Guck mal, von halbes Jahr bis anderthalb Jahre ist er jetzt gegangen. Er meint noch nie. Haben wir jemals gestritten, Digga? Nee, habt ihr euch jemals gestritten? Nicht gestritten, Bruder. Nicht gestritten. Das heißt, aber guck mal, das heißt, er war sauer auf dich und du wusstest nicht mal, Digga. Oh. Was? Oha! Oh. Ich jetzt nochmal mit ihm. Ey, wir machen das. Leg mal mit ihm jetzt. Erstmal deine Wunschfrage, okay? Meine Wunschfrage ist: Wie alt ist mein Vater? Okay, was ist die Antwort? Mein Vater ist, ich weiß nicht, 44, 45. Er fragt und er weiß es. Ey. Okay, wenn du es nicht weißt. Okay, aber irgendwas mit einer 4 auf jeden Fall. Ja, irgendwas mit einer 4. Zwischen 4 und 5. Okay. Was hat der raus? Die nächste Frage lautet: Wie alt ist dein Vater? 55. 55? Oder 54. Oder 54. Ja. Was dann davon? 54. 54? Ja. Also eine 5 und eine 4. Ja. Okay, er meinte eigentlich andersrum, eine 4 und eine 5. Sieht dein Vater aus? Aber okay, wir können entspannt sein, denn er wusste es selbst eigentlich nicht. Wovor hat sie am meisten Angst? Wovor hat sie am meisten Angst? Wovor hast du am meisten Angst? Wovor habe ich am meisten Angst? Kleine Krabbeltierchen im Bett. Okay. Weiß er das? Ja, ich glaube nicht. Wovor hat sie am meisten Angst? Wie willst du sie eigentlich beschützen? Warte, mein Bauchnabel. Wie kommst du auf deinen Bauchnabel? Frag sie! Wie kommst du? Warte, frag sie! Stimmt! Ich bin vorbei! Wie ist vorbei? Leute, sie hat eine Phobie, sie hat so eine komische Lochphobie. Ne, sie hat Angst, ich schwöre auf alles, sie hat Angst vor meinem Bauchnabel. Fällt sie rein, oder? Aber das zählt auch, oder nicht? Bauchnabel zählt auch. Ich hab nicht Bauchnabel gesagt, aber ich hab gesagt... Guck mal, hier sieht man auch Bauchnabel gerade. Krabbeltierchen im Bett. Wie willst du sie beschützen? Bruder. Und erst recht vor deinem eigenen Bauchnabel. Wenn sie eine Sache an sich ändern könnte, vom Charakter und vom Aussehen her. Oh, fuck. Wenn du eine Sache ändern könntest an dir, egal ob es vom Charakter ist oder vom Aussehen, was wäre es? Ihr sagt immer, dein Charakter ist ciao, Aussehen gut. Also charakterlich würde... Aber heiraten! Charakterlich, ich bin ein bisschen gemein zu ihm. Okay. So, und aussehen technisch. Mein Bauch, eine dünnere Taille wäre cool. Das okay. Weiß er, glaube ich, auch. Das weiß er? Oh, scheiße. Was wäre das? Charakterlich ihre Eifersucht. Ihre Eifersucht, meinst ja. du? Ja. Sicher? Oha, sie dreht sich um. Irgendwas habe ich falsch gesagt. Ich sag mal, Aussehen ja. gar nichts. Gar nichts? Du meinst gar nichts? Hör auf zu schleimen, Bruder, sei ehrlich. Sei ehrlich, sag auch sei ehrlich. Aua, warum haust du mir echt? Ich sag gar nichts. Gar nichts, bist du sicher? Nein. Warum fragst du mich so? Warte. Er schwitzt langsam. Sie ist wunderschön, so wie sie ist. Sie meinte Charakter, dass sie so gemein zu dir ist. Sie ist gemein zu mir? Bist du gemein zu ihm? Bin ich nicht. Ist sie nicht? Und vom Äußerlichen meinte sie halt so Taille so. Wieso weißt du das nicht, Bruder? Weil? Sie ist schon wunderschön, verstehst du? Das ist so eklig. Wie lange könnte sie maximal auf dich sauer sein? Wie lange könntest du ihr maximal sauer sein? Boah, lange, weil lange? Ich nicht stur bin. Ein, zwei Monate. Ein Monat war das. Ein Monat. Das war unser letzter Streit. So. Okay. Oh. Oh. 2 Wochen. 2 Wochen? Mhm. Meinst du? Länger, wa? Weiß ich nicht, sag du es mir. Nee, oder eine Woche. Ich würde so 1 bis 2 Wochen sagen. 1 bis 2 Wochen? Also so richtig sauer. So richtig sauer? Ja. Wir streiten uns eigentlich nie. Streitet euch nie, okay. Verarsch mich. Ich weiß es nicht. Sag mal, was hat sie gesagt? Ja? Ein Monat. Schlag sie. Aber wann, wenn ich nicht sauer bin? Ein Monat. Sie meinte sogar 1 bis 2 Monate erstmal. Was ist denn bei dir los? Kann ich das schon? Oh, sie meint, wenn sie sauer ist, kann sie schon. Ich auch. Ein bis zwei Monate. Doch nicht ein Monat. Weil sie war auch damals nicht einen Monat sauer. Da haben wir danach schon gesprochen. Sie meinte, es ist okay so. Genau. Aber das zieht so nach. Das zieht so nach, ne? Mein Herz wäre jetzt gebrochen. Ja, meins ist gebrochen. Wow. Was hab ich denn gesagt?
Nein. Awkward Moment gerade, ne? Awkward Moment. Das war deine Wunschfrage. Ja, jetzt kommt. Okay. Wie heißt sein Lieblingsfußballspieler? Sergio Ramos. M heißt er nicht, ne? Ich glaube, er ist anders. Dieser gut aussehende. Der heißt so wie dein Freund. Ja. Der gut aussehende. Ja, Ramos. Ramos? Ja. War richtig. Ja. Aber war nicht richtig, hast du gesagt, dass es gut aussieht? Ja. Wie eifersüchtig bist du? Sie wird jetzt wahrscheinlich sagen, dass ich eine 8 oder 10 bin, weil sie sich genauso eifersüchtig empfindet, wie ich es bin. Mhm. Aber das ist nicht der Fall. Ich gebe mir eine gute 3. Du gibst mir eine gute 3. Ferhat ist so ein Mensch, der zeigt es nicht, aber innerlich so pocht es. Okay. Er würde jetzt sagen so 2, 3, nee 4. 4. Aber ich weiß, dass es im Inneren so eine 10 ist. Das pocht. Genau das hat er auch gesagt. Er zeigt es nie. Wenn ich dann irgendwo bin, aber er lässt Wie macht er nochmal? Wie macht er nochmal? Wie kommst du zur nächsten Frage? Okay. Also ich habe schon die Antwort im Kopf. Stell dir vor, ne, deine Freundin könnte sich eine Stunde lang in irgendeine Person verwandeln. Egal ob tot oder lebendig, egal ob Mann oder Frau. In welche Person würde sich deine Freundin verwandeln? Seine Mutter. In seine Mutter? Ja. Egal ob tot oder lebendig. Egal ob tot oder lebendig, Bruder. Ich weiß nicht. Gib mal einen Tipp, Bruder. Ich hab keinen. Gib mal einen Tipp, Digga. Hast du meine Videos noch nicht geguckt, Digga? Kennst du meine Videos nicht? Seit wann gebe ich Tipps, Digga? Bruder, ich spreche. Okay, ich tippe mal. Die Person hat mal geatmet oder atmet immer noch? Bruder, ich denke vielleicht Schauspielerin oder so. Eine Schauspielerin? Ja. Zum Beispiel? Weil es gibt viele so. Bruder, ich hab gar keinen Plan. Gar keinen Plan? Nee. Ich kann dir einen Tipp geben. Ich gebe dir einen Tipp, weil ich bin Bruder, okay? Du kennst die Person, er kennt die Person, ne? Kann man so sagen, du kennst die Person. Ich kenn die Person. Du kennst die Person. Gut. Gut. Oder würde ich einfach mal sagen, dass du gut kennst, ja. Kein Plan, Mann. Weißt du nicht? Nein. Dann löse ich auf, ja? Ja, löse auf. Deine Mutter. Meine Mutter? Wie soll ich darauf kommen? Ich hab doch gesagt, du kennst sie gut, Digga. Aber Bruder, wie soll ich darauf kommen? Bruder, ist deine Mutter, Digga. Deine Mutter muss doch eigentlich als erstes in deinen Kopf kommen, oder nicht? Ja. Weil deine Mutter, sie ist doch Nummer 1, oder nicht? Ja, schon. Ist sie Nummer 1, deine Mutter? Oder wer ist Nummer 1? Bruder. Okay, heute übertreibe ich ein bisschen. Was macht sie am liebsten, wenn sie alleine zu Hause ist? Was machst du am liebsten, wenn du alleine zu Hause bist? Wenn ich alleine zu Hause bin. Auch chillen. Dreht sich bei dir alles nur um. Ja. Ich bin der entspannteste Mensch überhaupt. Aber irgendwas musst du doch machen, wenn du gerne alleine zu Hause bist. Ich backe gerne auch. Du backst gerne, ja. Weiß er das? Doch, eigentlich müsste er das schon wissen. Ist das etwas, was du täglich, wöchentlich machst? Ja, kochen, essen, ja, ja, okay. Doch. Was macht sie am liebsten, wenn sie alleine zu Hause ist? Aber guck mal, du fragst mich das, obwohl ich dann nicht da bin, weißt du, ich meine? Du musst doch wissen, was sie macht. Aber schreibt ihr nicht miteinander? Na, aber ich bin doch nicht da, Bruder. Aber schreibt ihr nicht miteinander? Digga, ja, nur weil du musst doch wissen, was sie macht. Ich schwanke zwischen Schlafen oder Buch lesen. Gänsehaut. Weil? Komm, du hast noch eine Chance. Essen. Fast. Weißt du es nicht? Kochen, backen. Was? Kochen, backen. Ja. Wann hast du das letzte Mal gebacken? Ja, und ich backe, aber ich weiß ja so süß. Weihnachten! Weihnachten! Weihnachten war das letzte Mal! Weihnachten! Und dann Weihnachten ist sie alleine, oder wer? Weihnachten ist sie alleine! Abgestürzt so! Ich kann nicht mehr mit ihr. Sie sagt backen. Ja. Leute, sie will nur cool bei euch ankommen. Sie will nur cool bei euch ankommen. Wow. Oh, ich kann kochen und so alles, ne? Sie backt nie! Ja, aber ich koche und esse. Sie backt nie! Sie backt nie! Merkst du, was ihn stört? Merkst du es? Wie romantisch ist sie? So sehr? So sehr? Das ist
Okay, was meinst du, was er sagt? Er wird, glaube ich, höher sagen. Bruder, null. Null? Null. 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 1 Million% null. Okay, du meinst, sie hat null gesagt? Sie hat 100%ig null gesagt. Sie hat 100% null gesagt. Heftiger Typ, Digga. Nein, Mann. Also, man. Bruder, sie hat 6 gesagt. Niemals, Bruder, davon spiele ich aber nichts. Also einer von euch beiden lügt auf jeden Fall, ich weiß nicht wer. Du lügst. Ja, ich bin nicht so und das... Ja, aber guck mal, nicht so und gar nicht, das ist schon... Das ist schon ein Unterschied. Okay, wir lassen es einfach mal so stehen. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass einen Daumen hoch, teile dieses Video und wie gesagt, abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Ab jetzt jeden Montag ein neues Video, Leute. Jeden Montag um 20 Uhr ein neues Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mein Name ist Joker Tululu, aka The Fresh Prince of YouTube. And I'm out of here. Peace.